Im Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich ganz herzlich Alexander Gauland, den Parteichef und Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag. Hallo in Berlin. Sie sind anscheinend derjenige, der es verursacht hat, dass die CSU, also die AfD und Sie, dass die CSU und die SPD abgestürzt sind in Bayern. Was sagen Sie dazu? Denn Sie haben ja das Thema Flüchtlinge und Asyl so hochgefahren, dass die anderen alle draufgesprungen sind, bis auf die Grünen, oder? Die Grünen hatten immer ein anderes Thema. Die Grünen stehen uns am entferntesten, das ist völlig klar. Aber natürlich ist das Thema Flüchtlinge das, was die Wähler, die Bürger im Lande, nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen und anderswo interessiert. Und dafür haben die beiden großen Parteien halt keine Antwort. Es wird zwar immer behauptet, es geht nicht so weiter, aber es geht natürlich doch immer so weiter. Und das ist eine Strafe, die die CSU dafür bekommen hat und die SPD gleich mit, die ja nun fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Ja, das wird ja aber eigentlich im Bund bearbeitet, die Frage. Was hat das dann eigentlich in der Landtagswahl zu suchen? Das ist immer so die Frage, die danach übrig bleibt, hätte man nicht vielleicht anders. Aber hätte, das kennen wir schon. Sie sind einer der Gewinner mit Ihrer Partei, 10,2 in Bayern geholt. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass zum Beispiel solche wie die Freien Wähler Ihnen demnächst noch ein bisschen mehr Stimmen abjagen, weil es da eventuell dann Kräfte gibt in Deutschland, die Ihnen die Stimmen in dem Bereich wegnehmen, wo Sie sie gerne haben? Also Bayern ist natürlich ein Sonderfall. Die Freien Wähler gab es immer und sie sind tief verwurzelt in der bayerischen Politikgeschichte. Hubert Aiwanger habe ich selber kennengelernt aus den Anfangsgründen der AfD-Gründung. Und ich weiß, dass die Freien Wähler natürlich Menschen, die sonst zu uns gekommen wären von der CSU, weil sie unzufrieden sind, bei ihm und bei den Freien Wählern gelandet sind. Das gibt es aber in keinem anderen Bundesland. Die Freien Wähler sind wie wir für gegen Massenimmigration, sie sind gegen den Euro. Sie haben aber bestimmte lokale Eigenheiten, die sie weder in Hessen noch in Niedersachsen noch sonst wo finden. Insofern ist das ein Sonderfall. Aber ja, ohne die Freien Wähler wären wir noch stärker geworden. Da haben Sie völlig recht. Da ist ein bisschen weniger Platz im konservativen Lager dann für Sie. Aber was ist, wenn das, was Sie fordern, Frau Merkel, da irgendwie weggemobbt oder wie auch immer weggenommen wird oder sie irgendwann selber von sich aus sagt, ich gehe und dann in der CDU oder in der Union insgesamt das Besinnen in Richtung ein bisschen mehr konservativ zu werden, dann Platz greift, dann wäre ja noch weniger Platz für Sie. Also wissen Sie, das, was wäre, wenn, da bin ich noch sehr skeptisch. Ich sehe im Moment noch nicht, dass die CDU eingesehen hat, dass das, was Frau Merkel ab 2015 gemacht hat, durchgehend falsch ist. Und da müsste man dann auch sehen, wenn sie wirklich weg wäre, wer kommt danach, was wird dann für eine Politik umgesetzt. Das sind mir alles zu viel könnte und wäre. Davor haben wir im Moment nun gar keine Sorge. Wenn Frau Merkel weg wäre, hätten wir ein großes Ziel erreicht. Und das ist im Interesse Deutschlands auch völlig richtig. Und deswegen bin ich immer sehr dafür. Und Sie hätten ein Feindbild weniger. Was machen Sie dann? Ach, wissen Sie, es gibt so viele Feindbilder in der CDU. Ich sagte ja gerade, ich sehe nicht, dass führende CDU-Leute, nehmen Sie Herrn Günther oder nehmen Sie Frau Kramp-Karrenbauer, sie laufen doch derselben Flüchtlingspolitik hinterher. Von Herrn Günther kommt diese Schnapsidee mit dem Spurwechsel. Von daher, da gibt es noch so viele Feindbilder, da mache ich mir gar keine Sorge. Was muss ich jetzt eigentlich davon halten? Das habe ich nun gestern auch mitgenommen bei den Pressekonferenzen, auch bei der AfD. Dass Sie jetzt nun auch in die Mitte wollen, also nicht mehr konservativ, sondern in der Mitte. Was soll das bedeuten? Was wollen Sie da? Da drängeln sich doch eh schon alle. Also, ich habe gar nicht von der Mitte gesprochen, sondern ich bin gefragt worden, ob wir langfristig, mittel- bis langfristig auch Verantwortung übernehmen. Natürlich muss eine Partei mittel- bis langfristig Verantwortung übernehmen, aber dann muss sie sehr viel stärker sein, als wir bis jetzt sind, damit nicht mit ihr Schlitten gefahren werden kann. So ähnlich wie Herr Aiwanger das in Ihrem Beitrag gerade ausgedrückt hat, das würde auch für uns gelten. Von Mitte habe ich gar nicht gesprochen, aber natürlich rein, ich muss mir die Parteien anschauen, die Grünen sind sozusagen das klassische Gegenteil von uns.
mit SPD und Linken verbindet uns nichts. Eine geänderte CDU, eine gewandelte CDU, die die Fehler von 2015 nicht nur aufarbeitet, sondern auch einsieht und abstellt, die wäre natürlich in ferner Zukunft eine Möglichkeit für eine Koalition. Die Fragen stellen sich jetzt überhaupt nicht. Sie stellen sich möglicherweise in den ostdeutschen Bundesländern, wo wir 2019 Wahlen haben. Aber da mache ich mir jetzt noch keine Sorgen. Das warten wir mal noch ab. Aber wird Ihnen nicht manchmal ein bisschen schwindelig angesichts dieser Wahlergebnisse, die Sie da vorlegen? Und zwar deswegen frage ich das, weil Sie müssen ja ein Interesse daran haben, dass Sie eine gesund gewachsene Partei haben, die so gesund wächst, dass sie beispielsweise irgendwann regierungsfähig würde. Bei diesem Extremwachstum und bei diesen Zahlen, ist das dann gesund aus Ihrer Sicht oder machen Sie sich da auch manchmal Sorgen? Also wir haben viele kluge Leute, aber natürlich ein schnelles Wachstum bringt immer wieder Probleme mit sich, die wir auch versuchen zu meistern. Ich kann mir Abläufe und Geschichte nicht aussuchen. Das heißt, wie hat Bismarck mal so schön gesagt, wenn der Mantel der Geschichte weht, muss man ihn ergreifen. Und die AfD hat diesen Mantel ergriffen. Und das ist auch gut so, was gut ist für Deutschland. Ja, und dann macht Ihnen wahrscheinlich ein bisschen Sorge, dass der Verfassungsschutz eventuell bei Ihnen ein bisschen genauer hinschaut, oder? Also da muss man unterscheiden. Das ist natürlich auch ein Herrschaftsmittel. Und im Moment habe ich überhaupt keine Sorge vor dem Verfassungsschutz. Der hat auch nichts zu beobachten, weil es da nichts gibt. Aber natürlich, weiß ich auch, dass wenn der Verfassungsschutz uns flächendeckend beobachten würde, ist auf die innere Zusammensetzung der Partei sich negativ auswirken könnte. Das ist schon klar. Hochschullehrer, Beamte, Polizisten haben dann gewisse Schwierigkeiten. Insofern wollen wir das in keiner Weise und wir werden das mit allen Mitteln bekämpfen. Das hat ja auch gestern mein Co-Vorsitzender Jörg Meuthen deutlich gesagt. Für die Wähler ist das erstmal eher etwas Positives, denn da sind wir wieder Opfer. Das ist typisch, wie andere mit uns umgehen. Von daher werden wir eher gewinnen als verlieren. Ja, das, was Sie ansprechen, ist eher eine langfristige Problematik, die ich überhaupt nicht bestreiten würde. Ja, das wäre schlimm, wenn Sie es bestreiten würden. Es gibt ja doch diese Schulterschlüsse, die dann doch auch manchmal im Bild erlebbar sind zwischen Leuten von Ihnen und dann noch irgendwelchen ultrarechten Gruppen. Auch dieses Thema Antisemitismus, das versuchen Sie jetzt abzuräumen mit dem Abgeordneten Gedeon in Stuttgart. Das ist ja an sich lobenswert, wenn Sie da rangehen. Aber glauben Sie, dass das in dieser Partei, so inhomogen wie sie momentan ist, möglich sein wird? Ich weiß nicht, warum das nicht möglich sein sollte. Ja, ich habe das immer gesagt, wir sind ein gäriger Haufen. Da müssen Sie sich mit vielen auseinandersetzen. Und ja, in unserer Partei gibt es eine berechtigte Sorge vor einer, wie wir das so schön nennen, Distanzeritis, dass man sich ununterbrochen von irgendwas distanziert. Aber es ist auch klar, und das habe ich gerade in Arnstein jetzt bei meinem Freund Höckel wieder ganz deutlich gesagt, sollten einige Leute bei uns sein, die glauben, dass der Nationalsozialismus etwas Gutes war, dann gehören die nicht in die Partei und müssen mit aller Kraft bekämpft und ausgeschlossen werden. Also keine Distanzeritis, aber klare Trennung von Dingen, die nichts mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch und wir haben es gar nicht geschafft, über die Hessenwahl zu reden. Das tun wir vielleicht beim nächsten Mal. Ich sage herzlich Dankeschön, Alexander Gauland. Danke.